Florian Pelger, Künstler aus Berlin. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden, nachdem vor einem Jahr oder zwei Jahren bei unserer letzten Versteigerung ein Siebdruck von dir gelandet ist. Den habe ich dann ersteigert und dann hat er mir so gut gefallen, dass ich mich nochmal umgeschaut habe im Netz, was der denn sonst noch so macht, der Florian Pelger. Und ja, der macht tolle Sachen, die ja hier heute Abend zu sehen sind. Wir haben ihn dann angesprochen bei Ihnen auf der Vernissage und es ist freut uns sehr, dass er jetzt heute Abend hier ist und die Ausstellung bei uns hat. Toll, dass es geklappt hat. Ja, ich danke. Also nur schon mal vorab, das ist wirklich eine sehr kooperative und enthusiastische Stimmung hier an der Schule und das macht es einem dann wirklich leicht, auch hier zuzusagen, sich einzusetzen, gerne hier zu sein. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Also auch aus dem Kunstkontext heraus, den Schulen, denke ich, nicht der Ort, wo sich unbedingt alle hinwünschen und das ist hier eben ein Ort, wo es genug Anlass gibt, gerne hier auszustellen und zu hoffen, dass es ein Publikum trifft, das vielleicht nicht primär in Berlin in Galerien die ganze Zeit unterwegs ist, aber hier eben sehr kulturinteressiert ist und offensichtlich ja schon sehr lange hier auch mitunter die Tradition der Tulla verfolgt. Ja, wir wollten ein Gespräch führen. Wir wollen ein Gespräch führen. Ein paar Fragen für dich, Florian. Also du bist hier gekommen mit einem Bild und dem Titel Edel, Hilfreich, Gut. Also der Titel, der erinnert ja zuerst mal, also Goethe liegt ja nicht weit weg, ne? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Außerdem quadratisch praktisch gut, ne? Wie das Sport, das ist so, schon so ein bisschen etwas Werbesloganhaftes. Und über uns sehen wir dann die Heroes hinter uns. Drüben hängt der Parsifal-Zyklus. Also es geht hier irgendwie um Helden, aber der Parsifal, der ist ja eigentlich gar kein so typischer Held. Der stolpert ja ein bisschen durch seine Geschichte und auch wieder immer wieder über sich. Ja, Parsifal stolpert über sich und versucht sich zu finden und vielleicht auch nochmal zu dem Einstieg, das ist wohl wahr, mit Edel, Hilfreich und Gut sind wir alle erstmal erinnert an Goethe oder auch nicht, aber man weiß, das muss etwas sein, des Guten, des besseren Menschen, der wir alle versuchen zu sein, aber es ist eine Maßgabe, die ja doch sehr idealistisch klingt. Und idealistisch sind ja auch Vorbilder wie Helden und auch Parzival ist ein altes Epos, das ist jetzt gerade 800 Jahre alt geworden, wenn man der Urfassung nachgeht, also die erste Niederschrift. Im Mittelhochdeutschen damals noch von Wolfram von Eschenbach. Parzival war damals, also in diesem Original, schon so gezeichnet, denke ich, wie man ihn auch ganz modern heute lesen kann, als einen stocherigen, einen verholperten, einen Held, der nicht ganz so schnell Held sein kann. Das heißt, er ist eigentlich schon sehr früh und das ganze Epos hindurch ein strahlender Ritter, aber so wird es auch immer schon während des Epos dargelegt, das ist gar nicht seine Aufgabe. Und er macht eigentlich Karriere auf einem ganz falschen Gebiet, auf einem weltlichen Gebiet, der Artusrunde, er besiegt alle und er ist, wie gesagt, eigentlich ein Übermensch. Und das wird immer wieder klar, dass er eigentlich völlig ausgestoßen ist und dass er auch sein eigenes Ziel nicht erkennt, dass er sich selber nicht erkennt, dass er eigentlich, man kann sagen, so seine Identität sucht und mit vielen Umwegen irgendwann noch findet, aber ich finde es ein sehr modernes Drama, würden wir vielleicht heute besser sagen. Ein Held, das nochmal, um das Ganze zusammenzubinden, vielleicht mit Edel, Hilfreich und Gut, der überfordert ist eigentlich. Ne? Und finde auch Edel, Hilfreich und Gut stellt erstmal, lässt einen erstmal so den Atem stocken und man fühlt sich vielleicht eher überfordert, als dass wir uns sofort erhaben, wieder an Goethe erinnern. Dieser werbeartige Verschriftlichung
ist sicher schon eine Mixtur, die ich sonst auch habe. Also dass das jetzt nicht das Hochhalten der alten Ideale sein soll und auch nicht der Abgesang, sondern es ist eine Mixtur, ist mit ganz modernen, mit einer ganz modernen Verfassung in unserem Medienzeitalter. Also zum Beispiel eben auch diese Art Slogan, die sind ja sicher sehr viel kürzer, als dass man damit viel sagen könnte. Es sind Assoziationen, sicher auch Konträre, die da man daran knüpfen kann. Ja, und dann im Gegenteil dazu auf der anderen Seite die sieben Todsünden. Da bist du jetzt auch nicht der Erste, der sich mit dem Thema befasst. Das haben auch schon andere getan, zum Beispiel der Hieronymus Busch oder Dix. Und jetzt die Frage, wieso ist das für dich heute noch relevant? Wir sind doch eigentlich eben in einer Gesellschaft, wo man sagt, ist geprägt von Werteverfall oder Wertewandel, je nachdem, wie man es will. Warum sind diese sieben Todsünden für dich relevant? Ja, wahrscheinlich auch nicht mehr als für andere. Oder jeder hat ja seine Prägung und auch seine Versuchung. Und irgendwo kennen wir jetzt sicher jede der einzelnen Versuchungen. Warum mache ich das? Es ist natürlich wieder so ein Vergehen an einer alten Tradition, die ich da aufnehme, derer ich mich bemächtige, wie viele andere Künstler ja auch, zum Teil früher eben im Auftrag der Kirche, ganz klar. Bosch ist ein guter Vertreter für eine sehr schräge Interpretation schon, also wer so ein bisschen seinen Garten der Lüste kennt, oder noch besser hier in der Nähe Colmar, was relativ in der Nähe ist, Grünewald, das ist ein großartiger Isenheimer Altar, der eben auf einem Flügel auch zeigt, die Versuchung des heiligen Antonius, wo auch die Todsünden über ihn hereinfallen. Und auch das ist wieder ein großartiges Beispiel, finde ich, wie schon in der Zeit eigentlich Künstler sich der Diskussion um Werte auch wertfrei stellen können. Es geht bei Grünewald, denke ich, auch nicht nur um die Darstellung dessen, was jetzt das Schlimmste sein soll, also die Verfehlung, die über den Tod hinausgeht, sondern es ist ein Fest. Also diese Farben sind ganz großartig und diese schrulligen Figuren beim Isenheimer Altar sind ganz großartige, surreale Erfindungen. Und auch bei mir ist es sicher so, dass ich nicht jetzt die Todsünden hochhalte, um die Moral nur in diesem versicherten Ton, in dieser missionarischen Haltung irgendwie wieder einzubringen, aber es ist ein wichtiges Thema trotzdem. Also auch wenn man sich dann eine Weile meinetwegen mit Neid beschäftigt, man war halt so ein Bild, merkt man ja, dass man damit was anfangen kann, genauso wie mit den anderen. Und es steckt ja auch immer noch ein Stück Wahrheit drin, dass es diese einzelnen Punkte, glaube ich, ganz allgemein menschlich gibt. Und nochmal, es sind sicher Neigungen, die uns auch selber Leid bereiten und zum anderen aber auch in jener steckt auch was sehr Lustvolles. Also mitunter genießt man die Sachen, mitunter lässt man sich gerne reinfallen, mitunter macht auch ein bisschen Häme oder Völlerei sehr wohl Spaß und so weiter. Also das ist immer sehr doppeldeutig und auch das habe ich versucht natürlich in der Art der Darstellung ironisch zu zeigen oder eben auf jeden Fall gekreuzt auch mit modernen. Mit einem Transfer. Von wegen Neid und Farben, also schräge Farben, schrullige Formen, also da hinten der Gartenzwerg, dann aber auch vor allem die Farben, also Neid, Gelb, da passt das Giftige super dazu. Jetzt aber generell in deinen Bildern, du hast ja sehr, sehr blendende, sehr teilweise giftige Farben, ganz starke Kontraste drin, also teilweise auch Komplementärkontraste, also sehr stark, was sich sehr stark steigert und sehr expressiv ist am Ende. Ist das expressionistisch oder was ist das? Ja, das ist jetzt erstmal meine Farbigkeit. Ich versuche da ja auch nicht, nur jetzt mache ich expressionistische Farben, das ist gerade das, was ich wähle, sondern das kommt dann erstmal so und das stellt sich dann ein und über eine längere Strecke des Tuns kann man sagen, ja gut, das ist wohl so bei ihm, dass das auch abgeleitet ist oder sich auch von der Wahrnehmung her, dass es daher rührt, die wir eben alle haben in unserer Welt heute, die ja keine reine Naturwelt ist, sondern die ja auch sehr wohl eine Kunstwelt ist, im Sinne von künstlich. Wir haben es mit Medien und so weiter zu tun, als eine Art von Repräsentation ja schon von Welt, wie sie uns authentisch
authentisch als Natur vielleicht gegenübertritt. Das sind dann alles schon Bilder, wie auch immer aufbereitete, natürliche Bereiche, die uns als medial vermittelte Bereiche ja schon sehr viel greller oft entgegentreten oder sehr viel knapper, sehr viel zugespitzter, aber auch sehr viel, ja, es steckt auch ein schönes Leuchten drin, ne? Also auf jeden Fall irgendwo schon abstrahiert von dem, was früher vielleicht noch die Erfahrung einer Wiese war. Viele von uns, denke ich, sehen die grüne Wiese, wenn sie denn so schön ist, dass man sich darin wiederfindet und denkt, ach Gott, ist das schön, wie in der Werbung sowieso. Oder, ja, das Grün ist, genau so grün muss eine Wiese sein. Es hat natürlich alles auch mit Erfahrung aus Monitorbildern, aus Werbeprospekten, aus Fernsehbildern und so weiter zu tun. Das ist unsere Natur heute. Von daher kann ich sagen, das ist jetzt auch nicht der Versuch, besonders künstlich zu sein. Das ist eher, was es immer ist. Wir alle haben zu tun mit gesteigerten Farben, auch mit anderen Farbsystemen. So, Monitorfarben mischen sich anders als Pigmentfarben und so weiter. Das wird ein bisschen nachgestellt. Es soll ein Leuchten geben. Man hat mal gesagt, eher ein Hintergrundleuchten, was vielleicht so ein bisschen auch an den Monitor erinnert. Aber das Farbige, das extrem Farbige und das auch sehr Malerische, was sich, also das, oder Farben gegeneinander steigern, das liegt ja auch. Das ist ja schon auch irgendwie sehr emotional, was einem da teilweise als Farbigkeit entgegenschlägt. Und auf der anderen Seite hat man den Eindruck, du verlierst dich nie da drin. Also du, scheinst immer mit dem, was du da malst, also dich mit dem Kopf bei der Sache, sehr stark mit dem Ratio bei der Sache zu sein. Trifft das dann so deine Persönlichkeit als Künstler, als Maler? Ja, das ist sicher gut beschrieben. Also ich versuche auf jeden Fall, oder es kommt natürlich erstmal was sehr Eruptives zustande. Es geht los, ich brauche Tuchfühlung, das Material ist nicht ganz kalt und vorher berechnet irgendwie auf die Leinwand gebracht, sondern das ist dann schon eine eher sinnliche Erfahrung mit dem Material selber und dabei kracht es natürlich auch und die Farben an sich sind tatsächlich nicht jetzt die Lokalfarben der dargestellten Dinge. Also es ist nicht so, dass ich eine Vorzeichnung habe, die ich dann ausmale, sondern sehr oft ist ja dann auch von den Dingen losgelöst ein Farbspektakel da, wohin nein sich erst Figuration dann oft mischt oder hinein kollagiert ist. Nochmal zu dem Grundgegensatz, wie expressiv oder wie konzipiert, wie konzeptionell ist die Arbeit, dann kann ich sagen, das finde ich gut, ja, dass man das so sehen kann. Und ich finde Malereien dann gut, wenn sie sich eben nicht nur völlig expressiv, emotional verausgabt, weil da sehe ich auch oft nicht das drin, was Malerei kann, glaube ich. Es ist im Sehen allgemein gerade die Verschränkung so von ständiger, rationaler Identifikation der Dinge. Wir denken, wenn wir sehen, und eben auch einer Wahrnehmung, die sehr emotional sein kann. Und Bilder, die das irgendwie auch, die auch einen ähnlichen Haushalt haben, wo man auch als Betrachter hineinfallen kann und es sehr emotional sehen kann. Und gleichzeitig aber auch wieder meinetwegen an den Motiven oder so, oder auch an der Härte einer Linie oder an eben einer klar strukturierten Komposition wieder herausgeholt wird und sehr wohl auch verleitet werden soll, was zu deuten. Auch wenn das sicher nicht immer ganz gerade aufgeht, dann die und die Geschichte. Ja, die Geschichten, die da drin sind, das wird der Betrachter sich schon fragen, vor allem wenn er sich jetzt die größeren Werke anschaut, da tümmelt sich ja einiges so an Deutbarem, also sowohl Mythologie, da ist der Schwan da hinten mit dabei, dann taucht zwischendrin ein Gartenzwerg auf oder eine Schnecke, also die lassen sich ja nicht, die lassen sich einzeln deuten, aber nicht, also manchmal versperren sie sich, da so eine Gesamtgeschichte drin zu sehen. Sind diese Zitate, sind die einfach nur Spielerei oder möchtest du uns provozieren sozusagen als Betrachter? Ich meine, wir sind ja sehr viele Lehrer und die wissen ja auch viel, also bis ihr uns angeht, genau. Ja, viel Spaß. Wird hier 5 Wochen jetzt überlegen. Das ist so, dass ich das gerne so diese Leimroute auslege und gerne auch zum
interpretieren, anrege. Ich finde das lustig, das stimmt, das ist Spielerei, aber es ist auch etwas, womit man letztendlich, glaube ich, den Betrachter mehr und mehr auch mit dem Bild in Zusammenhang bringt, wenn diese Geschichte zwar irgendwann nicht in dem Sinne verfängt, dass man sagt, ach ja, das ist die und die Erzählung, jetzt habe ich das Bild verstanden, ne? Sondern dass man eher darauf zugeht, verwickelt wird, vielleicht auch irgendwo verblüfft ist oder nicht den Sinn dahinter völlig erklären kann. Dann aber mehr und mehr, weil man nun schon eine Weile eben auch in diesen Bildraum eingestiegen ist, sich doch auch dem Material übergibt, sich der Anschauung völlig hineingleiten kann. Zum Schluss geht es bei Bildern um Farbe auf einer Leinwand und das ist schon sehr viel. Das ist ein Ding, was da ist und was uns irgendwie irgendwann erreichen kann. Und diese Geschichte, ich will nicht sagen, das ist ein Vorwand, aber dass es sich so mixt, dass es so zusammenschießt aus verschiedenen Wirklichkeitsebenen, ich finde das auch nur ganz normal, so wie wir heute eben leben. Also wir haben weder alle nur Comics gelesen, noch sind wir ständig in der Natur auf der Suche nach Schnecken. Und sowas wie ein Gartenzaun hat für jeden von uns sicher auch irgendwie eine doppelbödige Bedeutung. Es ist süß, aber es kann auch irgendwie ein bisschen zu bürgerlich werden. Und das zusammengenommen, was jetzt, wo wir hier sitzen und Gartenzwerg und Schnecke, und ist eben auch jetzt auf so einem großen Bild ganz klar auch so eine Durchdringung ganz verschiedener Ebenen, aus denen die Motive herstammen und ja, auch der Ironie vielleicht zum Teil. Ist es klar, so ein Gartenzwerg ist irgendwo was wir lächerlich finden, der macht sich vielleicht über uns lächerlich, es ist was Ironisches, aber solche Säulen sind ja eine sehr verbürgte, schöne, antike Form. Wir sehen es hier, es geht ja gleich weiter, so im Umlauf. Und dieses zum Beispiel kunstgeschichtlich Satte zu mixen mit dieser eher collagenhaften oder sogar popartigen Schreibweise, macht mir Spaß. Ich glaube, ich habe eine Frage, dann das wollen auch nicht überstrapazieren. Dann wäre dann doch, viele wissen ja, dass du bei Basel zum Meisterschüler warst. Und jetzt will ich euch einfach nur fragen, was ist von dir, also oder was ist umgekehrt, was ist von Baselitz noch im Pilger drin, so als Maler, als Mensch, das hat mich auch interessiert. Also, weiß ich auch nicht, also um über Baselitz zu reden, wenn er ein guter Professor war, dann vor allem in dem Sinne, dass er, glaube ich, doch dazu angestiftet hat, sich abzusetzen. Und was ein gutes Moment war oder, glaube ich, ein schöner Weg für mich, ist durchaus auch sowas wie Trotz. Also nicht, dass wir nicht miteinander gekonnt hätten, das war aber schön, sich eben auch von jemandem abstoßen zu können, der das auch aushält. Also Professoren sind ja nicht nur große Götter, sondern ganz einfache Menschen, die sich auch gerne ein bisschen selbstbeweihräuchern. Und da war schon Widerstand bei ihm, den er auch mitbringt und der ihn, denke ich, schon auch auszeichnet als Künstler. Und man hat eben tunlichst darauf zu achten, dass man nicht seinen Weg geht. Also in der Art der Malerei, von daher kann ich schon sagen, dass das gut war, auch so im Nachhinein. Das hat sich währenddessen nicht immer so angefühlt. Und ja, also rein malerisch gesehen ist es sicher expressionistisch auch, was eher so als neuer Wilder, so wie er da kategorisiert wurde, auch hat. Aber es ist eben, denke ich, in vielen, jetzt wenn man das hier so sieht, tatsächlich aus Quellen, die jetzt gar nicht auf seine Generation vielleicht so betroffen haben. Von daher ist es auch anders. Ja, ist immer ein großer Name. Ja, will mal erwähnt sein hier. Erwähnt sein, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Viel Spaß beim Gucken. Ja, vielen Dank. Ich sage es nochmal also an die ganze Band dieser Schule hier. Also es ist wirklich hervorragend, zusammenzuarbeiten mit Dorothea Vogt und mit Peter Schmidt. Das sind wirklich die Anlaufstellen, die man als Künstler hier nur wertschätzen kann. Das sind wirkliche offene Arme, die ja einen hier erwarten und eben auch ein sehr feiner Kunstverstand, glaube ich. Und das Ringen auch um dieses Stück Kultur, was jetzt vielleicht nicht so bildungs-
wirklich ständig institutionalisiert stattfindet, sondern darüber hinausgeht. Viel Spaß beim Gucken. Ich möchte noch jemanden danken. Elena, Vivienne und Sarah. Das sind meine Helferinnen gewesen. Ohne den geht es auch nicht. Ne? Die Bilder müssen aufgehängt werden. Das hat sehr gut geklappt. Vielen Dank. Ich danke.